Wie sagt man so schön, wer lügt, hat eine lange Nase? Da kennt sich wohl dieses Schaf hier komplett mit aus. Also, ich weiß nicht, wie viel dieses Schaf schon gelügt hat. Das Schaf ist aber auch sehr, sehr cool hier. Ja, ich habe extra auch, als ich das eben geschoren habe, oder geschert, ne, geschoren, darauf geachtet, dass natürlich hier seine Hand da oben nicht kaputt geht. Er hat auch einen kleinen Manny-Kicken auf dem Kopf. Also, was ich hier für Schafe habe, das ist schon sehr interessant. Ja, leider habe ich noch nicht genügend Wolle. Uns fehlt noch ein bisschen was. Ich habe eben auch gerade aufgenommen, so ihr seht. Allerdings muss ich jetzt einen Cut setzen, weil ich die vorherige Folge schnell zum Hochladen ja, freigeben musste. Dass sie hochgeladen werden kann, weil die letzte Folge kommt für mich noch heute. Für euch gestern. Und jetzt nehme ich noch schnell diese Folge auf. Allerdings muss ich mal ganz kurz ins Bett. Bis wieder Tag ist. Ich habe keinen Bock auf Nacht, keinen Bock auf Feueroger oder sonstiges. So wie damals, als meine Küche abgebrannt ist. Weiß ich noch. Oh, nee. Du kannst nur nachts schlafen. Ist bei euch auch noch so heiß? Also, heute, für mich ist es immer noch Sonntag. Es ist wieder extrem heiß. Es soll heute regnen. Ich bin mal gespannt, ob es heute noch regnet. Und es soll dann auch jetzt die Tage kühler werden. Ich bin sehr gespannt. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Hitze. Zumal es ist so unfair. Letzte Woche, als ich im Praktikum war, habe ich jeden Tag gehofft, es soll mal endlich wärmer werden. Sonne hat man gar nicht gesehen. Das war schon bedrückend und doof halt, wenn man halt dann auch kaum was machen konnte. Ich bin 2 Tage auf nassen Gehwegen in Tauschschuhen herumgelaufen, weil meine Schuhe durchnässt waren. Man konnte die nicht trocknen, weil keine Sonne da war. Es war schon doof. Und jetzt bin ich kaum zu Hause. Kommt die große Hitze. Wo man sich das gewünscht hat, kommt sie nicht. Und wo man das nicht mehr braucht, ist die Hitze da. Aber es ist typisch mein Glück. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, es ist halt schon belastend. Aber naja. Wenigstens die Schafe spielen hier mit. Ich kann hier wirklich fast sekündlich hier Wolle holen. Weil die Schafe so schnell Wolle nachkriegen, das ist auf jeden Fall mega gut. Können wir nämlich jetzt auch so langsam wieder zum Schiff rübergehen, weil wir sind momentan am Segel dran. Da scheint die Sonne. So. Ja, was ich im letzten Part vergessen habe, ist im Livestream anzukündigen. Jetzt ist eh zu spät, weil für euch jetzt Montag ist. Na toll. Egal, ich denke mal, ich werde da vielleicht noch ein Infovideo machen oder irgendwie so. Schauen wir mal, oder ich mache einen spontanen Livestream. Wäre ja auch möglich. Gut, das Schiff sieht bisher so aus. Weiß nicht, kann man das so machen? Schau mal kurz von der Seite. Wenn man das bis nach ganz oben durchzieht. Idee. Nee. Wir lassen es erst. Wir machen erstmal so weiter. Schauen wir mal, wie weit wir mit der Wolle jetzt kommen. Zumal wir ja sehr, sehr viel Wolle brauchen. Und da kommt ja noch ein Segel hin. Aber ein kleineres. Das hier ist ja das große Segel. Ja, im letzten Part haben wir ja ein bisschen über Kommentare, auf ein paar Kommentare sind wir eingegangen. Und da ist die Wolle 1.6 zumindest schon mal weg. Ich hatte ja gesagt, dass ja auch so einiges gut ankommt, zum Beispiel Minecraft Hardcore, auch das Minecraft Let's Play. Und ja. Und Minecraft Hardcore halt. Und ich bin mal gespannt, wie lange Minecraft Hardcore noch geht. Wann auch der erste Tod so gesehen kommt. Also ich bin ja momentan immer noch auf demselben Stand wie ihr. Und wollen es wieder alle. Ey, nee, das gibt's doch gar nicht. Auch bei Roller. Zumal zu zweit bei Minecraft Hardcore ist halt nochmal ein bisschen schwieriger. Aber auch vielleicht auch hier mal unter einfacher.
Aber allerdings muss man sich halt auch auf den anderen verlassen können. Nein, 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 nein. Unser Creeper mit dabei? Ich weiß es nicht. Ich bin weg, ich bin weg. Tschüss! Mit Pfeil. Man muss sich halt auch ein bisschen auf den anderen verlassen können. Allerdings kann man halt auch, sich untereinander beschützen, so wie es sehen. Also sagt, ah, ich habe wenig Herzen, übernimm mal oder so. Aber es gibt noch haufenweise Schwierigkeiten. Bin mal überhaupt gespannt, ob wir zum End kommen. Da gab es ja auch einen Kommentar mit einem Vorschlag. Dann nehmen die Prismalakai. Wenn Jonas und ich bis zum Ende durchhalten, also auch bis zum Wither und das auch überleben, dass man am Ende dann 101 macht. Ich habe da mit Jonas schon drüber gesprochen, habe ihm das Bescheid gesagt, und als er noch im Urlaub war. Und er fand das auch eine gute Idee. Bedeutet, wenn wir beide dann bis zum Ende überleben, dann gibt es ein schönes 101 gegeneinander. Und ja, mal sehen, wer dann der Sieger von Minecraft Hardcore ist. Und nach diesem Kampf, ja, so wie sehen dann sowieso Minecraft Hardcore beendet, aus dem vollen Grund, weil alle Ziele erfüllt wären, so wie sehen. Weil wir haben ja da eine Zielliste, die ich dann da auch immer aufrufe, wenn irgendwas erfüllt ist. Zum Beispiel ist der erste Erfolg war, glaube ich, Eisenrüstung herstellen, dann erste Höhlentour beenden, dann Diamantrüstung herstellen, Diamantschwert herstellen, verzaubern und so weiter und so fort. Jonas und ich versuchen es auch immer so ein bisschen, dass wir die Aufgaben uns so ein bisschen aufteilen. Bedeutet, Jonas kümmert sich ums Verzaubern, ich ums Haus oder was weiß ich. Bei Höhlentouren sind wir meistens zusammen, damit man sich auch untereinander wieder beschützen kann. Oh, Schafe. Nimmt mal ein bisschen Wolle an, hier da hinten zum Beispiel. Und ich ab. Mit deinem Herzchen und Höschen. Ja, ich sehe es. Was ist da? Ach, das ist ein Schmetterling. Tschüss. Ah, ist das schön. Ich liebe das hier einfach mit Mods, weil die Atmosphäre hier auch einfach geiler ist. Hier, wie die Schmetterlinge hier rumfliegen. Ich finde, es ist nur eine kleine Mod, welches die Schmetterlinge hier einfügt. Allerdings macht das so viel aus, wenn einfach hier mal ein paar Schmetterlinge, wie gesagt, herumfliegen. Ich finde leider schade, dass wirklich so viele Mo-Creatures-Tiere zum Beispiel nicht mehr so hier in der Gegend sind. Muss man wirklich zu neuen Gegenden rennen, wo dann auch diese Mo-Creatures-Tiere da sind. Damals gab es ja Enten, Rehe, keine Ahnung was. Was wir auch mal wieder machen könnten, ist wirklich eine Tour machen, irgendwie eine Erkundungstour oder so. Zu neuen Biomen. Wir haben ja auch Biome so plenty jetzt mit drin. Seit längerem. Hätte ich eigentlich auch mal wieder Bock. Irgendwas erkunden oder so. So, wie viel Wolle haben wir? Hier unten jetzt so zwei Stacks, das passt dann. So, ja gut. Hier ist noch jemand. Ohne Fahrschein, du ohne Fahrschein. Du ohne Fahrschein. Du. Und. Ja gut. Ah, wir haben jetzt fast zwei Stacks, das reicht erstmal. So, jetzt geht's los. Wieder zurück. Ist eigentlich hier unser Untertan. Weil wir brauchen mal wieder dringend Energie. Ah, nur leicht, leider. Jetzt sind wir nämlich mal etwas länger mal wieder hier. Naja, wäre es eigentlich ganz gut, wenn dann auch wieder Energie ran geschaffen wird. So, wir machen mal jetzt von oben nach unten, damit wir das auch gut treffen hier. Bedeutet erstmal das Eichenholz. Quatsch. So, Eichenholz ist aufgesammelt. Und natürlich genauso weit wie der Rest. Bis hierhin? Nee, das war schon ein zu weit. Nein, flieg nicht runter! Da ist der Block.
Boah, ohne den Jetpack, ey. Da gäbe es ganz schön Probleme. Gerade bei solchen Höhlenangelegenheiten. Gut, damals haben wir ja hier die Morph-Mod dazu benutzt. Habe ich ja auch noch hier drinne. Haben uns dann halt zum Beispiel als. Wo haben wir es? Na gut, ich weiß nicht bei Schmetterlingen, aber hier als Fledermaus halt verwandelt. Kann man darüber auch halt fliegen. Hier so. Aber seitdem ich das Jetpack habe, habe ich mir gesagt, nee, mache ich das nicht mehr. So, mal kurz wieder zurück verwandeln. Aber Off-Mod ist hier und da doch noch ganz wichtig, wenn wir in so 1x1 Löcher halt rein müssen. Haben wir ja im Keller zum Beispiel öfters mal gebraucht. Da ist es dann noch ganz gut. So, jetzt, wie machen wir hier weiter von oben aus? Hier. Da mache ich auf jeden Fall Wolle hin, damit das halt alles connected, weil sonst passiert das wie mit den zwei Holzblöcken da mal, als wir das Schiff rausgefahren haben. Es muss ja, wie gesagt, alles connected sein. So. Hier und da, jenes und dieses und welches und da. Dann kann man hier weitermachen, dann kann ich hier unten auch langlaufen und dann passt das auch. Dann sieht das bald gleich wie ein Segel aus. Hoffe ich zumindest. Allerdings gehe ich erstmal ins Bett. Jetpack hält noch wunderbar. Ich kann nur noch schlafen, es ist doch schon Nacht. Jetzt höre ich noch einen Zombie. Die Sonne sieht ja interessant aus. Aber klar. Wo ist denn hier? Passend zum. Bei so. Drei. So, hoch hier. Kann ich jetzt schlafen? Sehr schön. Wunderbar. Gut. Wie viele Blöcke hatten wir hier? Eins, zwei, drei. Drei bedeutet. Noch drei nach unten. Warum? Ganz einfach, weil wir dann noch ein Block hier nach vorne setzen. Komme ich da bis dorthin nicht hin? Sehr unfair. Muss ich jedes Mal springen? Na toll. Aber wir sind mit dem Segel fast fertig. Das sollten wir in diesem Part noch schaffen. Ist ja zwar nur noch ein paar Minuten lang, allerdings, wie gesagt, das schaffen wir. Schaffen wir das? Jo, das schaffen wir! So, jetzt. Nein, das nicht. Nein. Und dann die letzten vier Blöcke. Wo war noch ein bisschen was übrig? Doch, da. Gut, das heißt, wir müssen jetzt noch vier reinmachen. Nee, noch vier. Das heißt nochmal so viel Wolle und dann sind wir durch. Sehr schön. Endlich. Aber so ein See, das zwei Parts dauert, hätte ich nicht gedacht. Ja, wir mussten halt erstmal die ganze Wolle anschaffen. Es sei denn, wir haben noch Wolle im Dings. Im Lager, das weiß ich jetzt so gar nicht. Na ja, egal. Wofür sind die Schafe sonst da? Will sie ja nicht schlachten, also müssen sie ja für was anderes da sein. Zum Beispiel Wolle. Boah, ist mir warm gerade so ein bisschen. Ich trinke mal kurz was. Wenn was ist mal erlaubt. Deswegen habe ich zum Beispiel in letzter Zeit auch nicht so viel aufgenommen. Wegen dieser Scheißhitze. Da macht Aufnehmen auch nicht ganz so viel Spaß. Allerdings macht auch anderes, zum Beispiel keinen Spaß. Ich habe vorhin aufgeräumt, abgewaschen, ab, aber ja gut, ich habe angefangen abzuwaschen, ich muss den Rest noch machen. Darauf hatte ich die letzten Tage auch einfach gar keinen Bock. Allerdings musste ich mich heute mal da durchreißen, weil ich nachher noch Besuch kriege.
Und nee, die Hitze, die macht einen wirklich fertig. Freue mich schon nachher, wenn es kühler wird. Es soll ja heute, wie gesagt, regnen. Darauf bin ich sehr gespannt. Vorhin war es ja allerdings noch angenehm. Jetzt irgendwie. Nein, meine Schere ist kaputt. Ich werde eine neue Schere machen, weil ein bisschen Wolle brauchen wir noch. Die hätte, glaube ich, nicht ausgereicht. So, bestimmt gehe ich auch immer an 1000 Schafen vorbei, die schon Wolle haben. Könnte ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Da hinten. Wir haben fast einen Stack zusammen. Kommt noch etwas Wolle hier. Hätte natürlich auch ein bisschen Fabio-Wolle mit reinnehmen können. Vielleicht machen wir es noch, dass wir das Segel so ein bisschen beschmücken mit irgendeinem, ja, Logo oder so. Keine Ahnung. Müsste ich mal schauen, was man da mit so blockmäßig gestalten kann. Mal Lucky Lucky dann machen. So, das sind jetzt die letzten Schafe hier. Da ist noch eins. Da hinten läuft auch noch eins. Das ist das letzte. Ja, vorletzte. Hier ist auch noch eins. Gut, dann gehen wir wieder zum Schiff. Und dann ist die Aufnahmesession beendet. Ich werde dann gleich erstmal die zwei Parts komplett fertig machen, dass das auch wirklich veröffentlicht werden kann. Sieht ja so ein Scheiß aus, wenn da kein Titel ist. Gab's auch schon auf meinem Kanal. Vor allem Dingen auch ohne Thumbnail, so kommt es öfter mal vor, wenn ich wirklich mal gar keine Zeit habe. Dann schreibe ich mich meistens nur schnell den Titel rein, setze das Veröffentlichungs-Veröffentlichkeitsdatum rein und um den Rest, ja, kümmere ich mich dann später, so wie sehen. Thumbnails kommen eigentlich immer irgendwann, auch wenn es dann verspätet ist. So, die Wolle scheint zu reichen. Ja, sehr schön. So, dann nochmal kurz das Siegel anschauen. Ist akzeptabel, oder? Was meint ihr? Ihr könnt das mal gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr auch ein paar andere Ideen, was man auch hier machen kann oder was man mit einem Siegel ändern kann. Aber so an sich, ihr könnt ja auch mal gerne einen Logo-Vorschlag machen. Ist mir egal, was ihr. Lasst eure Ideen freien Lauf, schreibt das dann in die Kommentare und ich werde dann mal schauen, wie sich das umsetzen lässt. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß euch noch, schalt wieder ein und bye bye.